Ebbinghaus. Ebbinghaus ist ein kleines Programm, etwa wie ein Vokabeltrainer oder ein Formeltrainer. Man hat hier seine Ordner, Englisch, Mathematik, kann man sich halt aussuchen, Deutsch. Man kann auch weitere Ordner hinzufügen. Und alles Mögliche. In den Ordnern haben wir dann unterschiedliche Stunden, Lesson. Bei mir im Englischen war es früher immer diese Units, 1 bis 7. Und da kann man halt seine Vokabeln eintragen. Und man kann dann auch welche hinzufügen, indem man einfach hier auf diesen Plusbalken geht, auf diesen Plusknopf. Und dann kann man auch schon die Vokabel eintragen. Ich sage jetzt einfach mal One. Zwei. Und nun die Funktion des Vokabeltrainers. Er muss mich abfragen. Und das machen wir dann mal. So, wir können ja hier die Quelle aussuchen, der ausgewählte Karteikasten, dann welche Reihenfolge, Vorderseite oder Rückseite zuerst, die Groß- und Kleinschreibung soll er bei mir ignorieren. Und bei jeder richtigen Antwort soll diese Karteikarte um 20% steigen. Und halt, wenn ich es falsch habe, halt vermindern um 20%. So, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Und Maus. Und nun gebe ich einfach mal. Wenn ich irgendwas Falsches eingebe. Ja. Mund. Ja. Dann bleibt ja hier auch falsch. Und momentan haben wir bei Maus 40%. Und wenn ich das jetzt nicht weiß und Enter drücke, verringert der sich gleich um 20%. Wir können also direkt nachschauen. Also wir hatten eben 40%. Und wenn wir uns jetzt Maus suchen, hat er sich vermindert schon mal. So, und jetzt machen wir gleich einen Test nochmal. Wieder 20% bei Erhöhen und Vermindern bei richtiger oder falscher Antwort. Und nun nehmen wir mal das richtige Wort, grün. Und wir sehen direkt hier unten, richtig wird angezeigt. So, Enter und das nächste, 2, 2. Auch richtig. Foto. Jetzt nehmen wir mal die Maus. Und wir sehen, zack, richtig. Und wir waren gerade bei 20 und nun springt der halt auf 40. So, denn das nächste Wort, das kenne ich nicht, sage ich jetzt mal. Und ich sage mal, zum Spinksen kann man dann die Rückseite auch anschauen. Ja. Und das nächste. Hallo. Hallo. So, das reicht mir jetzt erstmal. Und wie ihr seht, haben sich die Fortschritte wieder geändert. Das Tolle am Ebbinghaus ist auch, dass man mathematische Formeln nehmen kann. Ja, wie ihr hier unten seht. Ja, das war auch schon Ebbinghaus. Runterladen könnt ihr das Programm für 20 Dollar. Das sind ungefähr 14, 15 Euro auf dieser Seite. Den Seitenlink schreibe ich aber noch in die Videobeschreibung. Und das war's auch schon. Ladet euch das Programm runter, es gibt eine Demo. Und wenn es euch gefällt, dann kauft es für 14, 15 Euro, 20 Dollar. Und bis bald. Tschüss.